1-2 zur LZ. Rendezvous mit Alpha Bravo Tango. Ende. Verstanden, AQ. Wo sind wir überhaupt? Wieso? Der Pilot fliegt uns doch direkt zu deiner Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Mach einfach die Klappe, Jax. Wann immer du. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Shit, Mann. Babysitter-Job. Ihr spinnt ja wohl. Das ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Wir müssen uns in die Schrottmühle hier reinquetschen. Keiner sagt uns, was abgeht. Hast du ein Problem, Private? Ihr erhaltet eure Order, wenn wir die LZ erreicht haben. Verstanden, Soldat? Sir, jawohl, Sir! Echt, mir doch egal, wohin wir gehen. Sollen sie endlich Action geben. Ich hab das gehört. Verdammt, einen Vektor auf Boost 3. Es wird ein bisschen eng hier drin. Wenn das wieder so eine Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich deinen blöden Arsch retten müsste. Kann schon jemand die LZ sehen? Negativ, Boost 7. Ich sehe irgendwelche Aktivitäten da oben, kann aber nicht erkennen, was es ist. Hey, Shepard, checkst du jetzt, was ist übrig? Okay, dann hört mal her, Leute. Da unten sind wir mit Boost 3 ist runter. Ja, hier ist Christmas Flame. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich dieses Spiel aufnehme. Das erste Mal habe ich mitten. Munition, die wir schon mitgehen lassen hätten können tun. Aber egal. Und hab gesehen, ja, meine Aufnahme. Ich muss jetzt auf einmal wieder. Und Aufnahme. Komplett down. Dreimal gesehen. Ich red mit in das Intro rein. Splitterter Bildschirm, alles war lila. Das ist der Ladeschirm. Deswegen habe ich gedacht, jetzt lass das Projekt, deswegen ist das jetzt immer auf meinem Kanal, aber ich wollte es gleich hinzufügen. Dann vier, das jetzt mein 5. Ich lebe. 1, 2, 4, 5. Er ist tot. So sehen wir auch aus. Nur mal so zur Info. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Kann sein. Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Ich trage keine Uniform. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Nein, die meisten ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Eigentlich ich glaube, ja nicht. Ich habe in der Nähe, wo ich sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können sie hingehen und um Hilfe funken. Okay. Sprinten. Ja, das ist tipp. Jetzt kommt was Lustiges. Ja, so eine Evolutionskette. Diese Krebswesen verfolgen eine einzigartige parasitäre Strategie, finden Sie nicht auch? Ich bin kein Professor. Der könnte, sieht das aus, er spielt mit einer Headcrab. Das ist aber nicht kleiner, denke ich. So, toter Soldat. Soldat mit Headcrab. So Zombie-Soldat. Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts völlig kontrollieren. Okay, cool. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussieht? Das ist unsere Uniform. Hier unser Taschennachtgerät. Und wieder ein lustiger Cutscene. Oh mein Gott, er lebt! Angreifen. Wir sind noch unbewaffnet, aber er könnte uns angreifen, wenn wir zu nahe kommen. Oder auch nicht. Er kommt nicht raus, er ist zu blöd zum raussteigen. Nein, er hat keine Gefangenen. Wir gehen weiter. Guter Bahn. Fetter Bahn. Ich glaube, dass ich den Typ erwischt habe. Mein Ruf eilt mir also schon voraus. Nein. Wer bist du? Du bist dick. Nicht allein. Dann mal los.
prima, Shepard. Du hast die Panzerweste also gefunden. Moin. Damit dürftest du da draußen einige Mal sein. Hätte gesagt, jawohl, ich kann nicht da nicht raus. Ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Vergesst einfach nicht, dass wir noch hier sind. Na gut, dann mal los. Ja. Viel Glück. Und unsere erste Waffe. Episch. So, ich habe einfach länger gebraucht, um das Rätsel zu checken. Also, ist mir dann jetzt bei meiner letzten Aufnahme das hier aufgefallen. Also, ich kann das Spiel, aber jetzt, ich habe früher immer nur drauf losgeraten. Mit Vorsicht behandeln. Die optischen Spiegel sind zerbrechlich. Was das machen muss? Unser Ziel ist nehmen sie nie. So. Ja, genau dafür, genau dafür. Okay, das letzte Mal bin ich hier nicht so gestorben. So. Ich müsste so stehen. Ich kann aber nicht bekommen. So, Adrian Shepard, sind wir. Wir sind ein Soldat. Ja, und Adrian Shepard, boah, er macht direkt alles kaputt. Das ist leider der Steam-Version, also gecuttete Version. Deswegen... Er verschwindet. Okay, ist vielleicht manchmal ganz praktisch. Hier oder da? Da war beinahe. Man. Ja, was soll ich dazu sagen? Es fehlen sogar ein, zwei Waffen wurden geändert. Es gibt eine M4 in der Originalversion, die es hier nicht gibt. Das Sturmgewehr, auch aus Counter-Strike bekannt. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu einer anderen Cutscene. Und zwar die hier. G-Man. Wir machen nichts, außer wir machen jetzt so. Dann nutzen wir das. Dann läuft er weg. Lass mich rein. Egal. Wir schauen uns um. Bedecken, Batterien. Batterien. Ja, man muss bedecken. Composing Force kam vor Blue Shift raus. Im Blue Shift ist es nämlich so, dass man die Rüstung der anderen Barneys einsammeln kann, um seine Rüstung damit zu erhöhen. So zum Beispiel Helm und Kevlar, also Schutzweste. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme gut wird. Weil ich glaube, ich jetzt etwas mehr rushen werde als... Wir kriegen gleich unsere nächste Waffe. Die ist richtig genial, die Waffe. Ich liebe sie. Ich liebe sie auch bei Counter-Strike. Ich weiß nicht genau, die gleiche ist. Wir müssen hier lang, sonst werden wir nicht hochkommen. Und da in dem Wort steckt ein Messer. Wir meinen unser Messer. Und euch hier lagen wir da draußen, haben hier draus geguckt, wie hier alles kaputt gemacht wurde. Rüberspringen, jetzt kommt wieder. Wir halten ein Messer und die tollste Musik ever. Ab. Die Musik, wie wenn man in Half-Life 1, ich sag zu viel, wenn man Half-Life 1 die Dinge spricht, die Rüstung, den HEV-Schutzanzug. So, hier waren wir am Anfang, erinnert euch? Hier wollen wir rüber, aber hier ist Strom drauf, werden wir... Oh, ich hab's berührt, aua. Oh. Gott. Messer euch, Opposing Force wird schwer später. Am Anfang ist es relativ einfach, simpel. Wir werden viele neue Gegner treffen. Unangenehme. Hey, mach uns mal die Tür auf, bitte. Komm. Mach sie uns mal auf. Aha. Wir waren. Okay. Wir müssen Strom abstellen. Nachtlich Gerät ist manchmal wackelig, sieht aber dennoch etwas komisch aus. Nein, nicht berühren. Ich muss jetzt warten, bis das verschwindet. Das verschwindet nach einer Zeit. Dann kommen wir hier durch. Hier warten. Das verschwindet auch nach einer Zeit.
Dann hier durch. Durch die Lüftung starten. Und 17. Ich muss ja gerade auch wirklich das 30 FPS völlig ausreichen. Und flüssig laufen lassen. Stopp, obwohl ich vor. Nein, ich bin stopp. So, nächste Fähigkeit. Ah, ist noch nie gekommen. So, was ist das für eine Waffe? Das ist die Magnum. Die Kugel. Oder wie immer. Geil ist hier. Ein Laservisier. Das man auch benutzen muss. Ohne Laservisier trifft der so gut wie gar nicht. Frag mich nicht warum. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte gerne das Messer hier. Mit Rechtsklick aktivieren das wieder, das Laservisier. Bist du neu? Noch einmal. Wo? Ich habe ihn gehört. Leugne es nicht. Egal. Wir können jetzt hier durch. Können wir ein bisschen Energie sammeln. Strom. Ja, ich weiß, dass es voll realistisch ist. Ein Soldat. So, ihr erinnert euch noch an die Funkteile aus Half-Life. Wir müssen dieses jetzt mal benutzen. Shepard, Sie leben noch. Hören Sie, uns hat es ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Wiederhole, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Viel Glück. Ende. Wir müssen jetzt durch die Kanalisation. Hier lang geht's halt. Und da unten, okay, das mit der Hand ist etwas komisch, also mit dem Nachtsichtler. Kann hier nicht durch. Und Barnacles! Wir machen jetzt aber erst was anderes. Ich hole noch extra Zusatzmunition. Und dann... Flop. Hier ging's, glaube ich, raus. Ja, wundervoll. Und hier liegt noch ein Typ. Der mag noch Munition. Verschwindest du endlich? Das ist echt dumm.